Recht herzlich willkommen zur 226. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal an der Linie 30 hier unten dran, ne? Mit den Schiffen kamen die da und wir haben eine U-Bahn gebaut und die 30 müssen wir mal nochmal angucken, denke ich. Weil ich glaube, dass da ganz einfach jetzt zu viele Busse drauf sind, weil ich meine, letztes Mal habe ich nicht so genau geguckt, aber da müssen wir hin, ne? Genau. Die Busse sind schon einigermaßen leer unterwegs. Haltestellen sind hier auch nicht mehr voll. Und deswegen können wir hier die 500% definitiv jetzt wieder runterschrauben, weil da ist schon einer mit 0 und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir diese 19 Fahrzeuge dann noch brauchen. Also ich gehe mal erstmal auf 10 runter und wir müssen das dann doch im Auge behalten, ne? Weil die laufen ja jetzt alle hier rüber. Oder viele laufen hier rüber. Und, ne, fahren mit der U-Bahn. Sieht man hier, der ganze Schwung geht rüber. Machen wir das gerade an, dann sieht man das besser hier. Ne, alle laufen da rein, die wenigstens fahren mit dem Bus. So, jetzt müsste man nur gucken, wo fahren die lang. Die fahren dann wahrscheinlich hier lang. Beziehungsweise die fahren ja nicht, sondern die steigen hier dann aus. Und wollen irgendwo hier hin, wo dann keine U-Bahn-Station ist. Vielleicht steigen sie hier sogar um. So, das hatten wir ja alles reingeguckt. Wir hatten dann noch in die Zahlen auch reingeguckt. Nahverkehr. Und das waren ja hier jetzt die ersten Pluszahlen bei der U-Bahn. Das war ja die Straßenbahn. Das ist der Bus. Da fehlt es uns ja noch beim Bus. Die Taxis machen alle miese. Alle Verkehrsmittel machen miese, bis auf die U-Bahn. Und die macht so wenig Plus, dass wir es gerade nicht reinkriegen. Die Straßenbahn ist am ehesten noch rentabel. Also irgendwie dieser öffentliche Nahverkehr, den müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie noch hinkriegen, dass der effektiver wird. Wie sieht es denn überhaupt mit unseren Zahlen hier aus? Wir haben 122.000, die sind gerade nicht gerade alle zufrieden. Wir machen noch ein Plus. So, wenn wir jetzt hier nochmal reingehen, dann sehen wir die Straßenbahnlinien. Sind so. Ja. Man müsste gucken, dass man dieses Netz ein bisschen besser aufbaut eigentlich, ne? Hier ist eine U-Bahn. Und da ist die Straßenbahn. Das macht ja Sinn. Aber zum Beispiel, dass diese U-Bahn von die Straßenbahn hier lang fährt und da lang fährt und eine U-Bahn-Linie mit der anderen oder U-Bahn-Haltestelle mit anderen verbindet, das macht zum Beispiel keinen wirklichen Sinn. Das ist unser Problem, dass wir da eine schlechte Zuteilung haben, ne? Hier wird jetzt Sinn machen, zum Beispiel diese U-Bahn-Station anzuschließen mit einer Straßenbahn, die dann hier lang fährt, zum Beispiel. Oder die da lang fährt, also hier so rüber zum Beispiel. Hier eine Straßenbahn machen. Das wird Sinn machen. Oder so. Oder so. Vielleicht sollten wir das mal tun. Ja, dafür müssen wir jetzt was... Ach ja, hier sind wir ja noch in so einer Ecke, die wir gerade neu bauen auch, ne? Lass uns das mal gerade schauen. Dafür müssen wir natürlich neue Straßen bauen, ne? Das ist eine Einbahnstraßenbahn. Das ist nur ein Straßenbahngleis. Hier ist eine Straße, vierspurige Straße mit Straßenbahngleis. So, und wo baust du die hin? Hier? Geht nicht, weil die Straße ist zu klein dafür, rein theoretisch. Diese hier würde funktionieren, ne? Hier fährst du raus und tust sie drehen lassen, die Bahn dann, ne? Sollte man mal überlegen, das zu tun, oder? Machen wir so. So, jetzt haben wir hier unsere Straßenbahn. Jetzt müssen wir das ja hier rüber aufwerten. Da haben wir wohl schon. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie geht hier nicht.
Und dieses Gebäude im Weg ist. Das kriegen wir jetzt nicht verbunden, oder was? So, jetzt ist die Frage, wo war die U-Bahn? Die muss hier auch irgendwo rauskommen, ne? Das ist eine sechsspurige Straße, okay. Und das war auch eine vierspurige. Die wird jetzt halt so eine vierspurige wieder. Und wir hoffen, dass wir mehr Verkehr aufnehmen durch die Straßenbahn halt, ne? Ich jetzt wüsste, wo hier der U-Bahnhof ist. Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Wo kam denn hier die U-Bahn raus? Gute Frage, ne? Da ist ein Kinderspielplatz oder sowas. Ja, irgendwie nützt nix. Müssen wir mal so machen, ne? Ach, da hinten kommt die erst raus. Okay, dann sind wir aber hier auch passend. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wo es hier weitergeht. Wir können natürlich hier diese Straße nehmen, da lang fahren. Ja. Machen wir mal, oder? Hier lang oder da lang? Ich glaube, wir machen die hier lang. Und dann ruhig da lang oder hier lang. Hier lang. Passt schon, ne? Sind wir hier und müssen überlegen, ob wir da lang wollen. Das ist immer irgendwie so. Hier kann man das sehr schön sehen. Ich weiß nicht, warum diese Ansicht hier nicht ist. Das wäre jetzt schön, ne? Also wir müssen wieder hier hoch. Ich glaube, wir fahren hier lang. Ja, machen wir mal. So, dann ist es geschlossen, ne? So, und dann drehen. Ach, hier war jetzt noch das Stück, was nicht ging, weil da noch irgendwie ein Haus ist. Ich weiß nicht, ob es eine Feuerwache ist, ein Krankenhaus ist. Da ist unser Problem jetzt. Das wird gehen, ne? Ne, das nützt nichts. Da müssen wir jetzt mal gerade schauen, dass wir das da verschieben. Und zwar wo können wir es denn erstmal hinschieben? Vielleicht können wir es nachher wieder dahin bauen. Schieben wir es jetzt erstmal hier hin. Gut, dann können wir nämlich die Straße erst machen. Das geht dann und dann schauen wir mal wieder, dass wir es zurückschieben können. Interessanterweise mag er das jetzt gar nicht dann. Dahin. Gut, dann machen wir das so. Dann haben wir das auch wieder zurückgemacht.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir haben jetzt hier diese Straße dahin gebaut. Da haben wir die Schleife, die so ist, riesengroß natürlich. Und hier müssen wir jetzt noch eine Wendeschleife machen. Nur. Machen wir das so, oder? Nee. So. Das ist immer so. So. Letztes Stück geht wieder nicht. Können wir schon wieder abreißen. So passt es dann, ne? Dann haben wir die Wendeschleife hingekriegt. Ja, hätte man auch eingleisig machen können, aber läuft erstmal so. So, das bedeutet, jetzt gibt es Bushaltestellen oder Bahnstationen. Die Frage, wo? Eigentlich würde ich die ja hier hin machen. Machen wir sie doch da hin. So, hier ist eine schöne Stelle. Hier machen wir auch eine hin. Dann hier. Die fährt dann da hier rum. Dann machen wir da also eine hin. Hier gibt es auch eine. Davor oder dahinter ist die Frage. Machen wir dahinter. Dann gibt es hier eine. Hier eine. Hier am Bahnhof machen wir auch was hin. Dann machen wir hier hinten noch eine hin. Dort. Dahin. Dorthin. Dorthin. Dort. Dort. Da. Und. Ah, die wollte ich jetzt nicht da hin haben. Hat das weggemacht? Ja. Da wollte ich sie hin haben. Da entgegen. Jetzt hier die ganze Zeit einer? Da ist er. Okay. Und schließen da. Dann haben wir die da drauf. Jetzt haben wir nur das Problem, dass da keine Bahn hin kann. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier ein Bahndepot ist. Also hier ist was. Ja, ich glaube, da müssen wir ein neues Depot bauen. Das machen wir dann hier mal hin. Boah, ist ja ein Riesending, wa? Geht gar nicht dahin. Auch interessant. Gibt keine Möglichkeit, das hier anzuschließen. Wäre irgendwo eine freie Stelle? Nicht wirklich, ne? Ja. Vielleicht doch darüber was bauen. Kürzeste Verbindung wäre hier. Könnte man das Depot hinbauen, dass es doch noch funktioniert? Hier wohl nirgendwo. Gut. Probieren wir mal gerade so aus.
geht nix. Da wird's gehen. Da war es gerade irgendwo grün. Ja, es war doch gerade eben hier grün, oder? So, jetzt haben wir's. Und dann die vierspurige gerade noch da gebaut. Upgraden. Das war das Falsche, das ist das Richtige. So. Passt's. Okay, da fährt tatsächlich schon eine Bahn lang. Ja, dann ist das ja auch schon gut. Die wird ja jetzt gleich schon angenommen, oder wie sehe ich das? Ja, gucken wir doch mal, was die jetzt so mitnimmt, oder? Oh, da stehen schon welche. Krass, 13 Leute sind schon drin. Krass. Jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Da war eine Bushaltestelle. Ja, das müssen wir jetzt dann noch ändern mit den Bushaltestellen und so. Und ja, wie man gerade sieht, ist diese Straßenbahn beliebt. Ist schon voll. Krass, oder? Dann will ich die nicht mehr sehen, sondern schon die zweite gucken. Die hat 0 und 90. Ist da noch eine? Da oben. Die fährt da auch lang. Und wie viel hat die drin? 67. Okay, dann ist diese Haltestelle schon mal so weit abgefrühstückt. Und wo ist die nächste? Wahrscheinlich hier, aber hier stehen nicht so viele. Und die sind jetzt wahrscheinlich schon gerade zugestiegen. Okay. Das war die 67er. Ach, da war eben schon welche ausgestiegen dann. Und hier steigen auch 10 aus. Okay, dann sollten wir vielleicht doch mal schauen. Wo ist. Ah, ne, die fährt ja da lang. Also. Ne, oder? Ne. Wir gehen die Schienen nur nach da. Und dann ist die Spitzkehre gewesen. Und das müsste die erste Bahn sein, oder? Die fährt auch mit 90 durch die Gegend. Also nicht 90 km/h, sondern mit 90 Passagieren. Okay, wo war die Haltestelle? Hier war die irgendwo, ne? War sie vorher oder nachher? Ich glaube, sie ist nachher, ne? Ja, sie ist hier nachgelagert. Das bedeutet, wir müssen mal gerade gucken, wann die nächste Bahn hier erscheint. Wo ist denn die? Habe ich die gerade schon verpasst irgendwo? Könnte auch sein. Hier ist doch die U-Bahn-Station irgendwo, oder? Ja, hier muss die U-Bahn-Station sein. Da ist sie.
glaube ich. Das ist nicht die Bahn, die ich haben wollte, aber die nehme ich jetzt mal. Aha. 52 von 90. So, die hat 43 von 90 dabei. Okay, das sind nur 29. Okay, vielleicht sieht man so besser, oder? Das können wir uns knicken jetzt. Die verfolgen ohne diese Detailansicht. Das wäre schon cool, also ohne dieses Fenster. Aber das kriegen wir irgendwie nicht weg, ne? Hier sehen wir die Station, da ist er. 29 sind da jetzt drin. Und jetzt voll, oder? Ja, nicht ganz, 82. Ja, die Liniendetailansicht ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. So, der Fokus ist dann da drauf, okay. Hier fing die Linie an oder so, keine Ahnung. Also es fahren viele Leute mit, hier unten ist auch voll. So, wenn man das Fenster zumacht, klappt er doch da drauf, auch gut. Aber jetzt sehe ich nicht, wie viel drin sind. 89. Ja, auf jeden Fall rechnet sich diese Linie, würde ich sagen, ne? So, jetzt müssen wir dann gucken als nächstes, dass wir die Buslinien dann an dieser Straßenbahn optimieren. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Solltet ihr noch kein Abo haben, dann macht das und über einen Daumen würde ich mich auch freuen. Bis dann. Tschüss.